Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Factions. Jo, was machen wir heute? Also ich würde euch eigentlich gerne meine vollautomatische Zuckerwaffe zeigen. Wollte ich eigentlich. Jetzt können wir uns erstmal angucken, wie hoch der Schaden ist. Gehen wir in die Base rein. Und werden feststellen, da ist alles soweit im Arsch. So, hier ist gut, hier ist auch noch alles gut. Ja, man hat uns also wieder gewaitet. Ihr seht, hier sollte eigentlich die Wand lang. Hier war mal eine Zuckerrohrfarm. Ich weiß gar nicht, muss ich eigentlich jetzt hier alles mit Obsidian zu bauen? Ja, genau. Es war meine Zuckerrohrfarm. Auch die vollautomatische wurde gebrieft, zerstört. Hier fehlt eine Kiste. Ja. Die haben die ganze oberste Ebene gespielt. Also nicht. Ja, also immer schön. So schön. Ja, da guckt doch ein trauriger Kürbis raus. Auch den haben sie. Redstone haben sie dementsprechend auch gekriegt. Können wir halt abbauen, brauchen wir alle nicht mehr. Ja, was soll ich jetzt dazu sagen? Ich habe jetzt damit zu tun, das alle wieder fern zu machen. In der Hoffnung, dass wir nicht gleich wieder da stehen und Nachschub machen. So, habe ich hier noch Platz drin? Ne, aber Sand. Sand. Alles drin hier erstmal. Zu wenig Sand. Zu wenig Sand, um das erstmal zu bauen. Glas. Haben sie das Glas mitgenommen? Habe ich wohl die Glas mitnehmen? So, gehen wir. Alles nach oben müssen wir alles darin irgendwie. Das ist langsam sehr deprimierend. Aber gut. So, dann ziehen wir jetzt den Sand nach unten. Versuchen erstmal hier notbedürftig zu reparieren. Damit es wieder schön aussieht. Ja, das, was sie hier übrigens zerstört haben, das ist eine Kabelbahn gewesen. Hat jetzt eine Menge Kabelbahn produziert. Einfach alle Putti. Sehr deprimierend. Wir brauchen auch wieder. Ich habe ja nicht genug Sand. So, hier, hier. Soll ich eigentlich noch Sand kaufen? Hätten wir schon mal. Da kann ich ehrlich gesagt gerade drauf scheißen. Tut mir leid für meine Ausdrucksweise, aber naja. Wie gesagt, ich hatte eigentlich heute was ganz anderes vor. Und wollte euch nicht so eine blinde Zerstörung so gut zeigen. Aber was soll ich jetzt sagen? Wenn die Spieler das nicht anders können, das wollen wir nicht noch können.
Irgendwo habe ich noch Sand geschossen. Ja. Der nächste klar. Die Ghoster und so lassen sie drin liegen. Die Kiste ist sogar offen, das heißt, sie können da sogar ran. Und trotzdem haben sie eine Kiste weggesprengt. Ja, ich weiß, wie viel sie in Wirklichkeit noch alles wegsprengen. Aber weil ich jetzt noch gerade noch nicht gesehen habe. Aber gut, ich weiß noch nicht, ob ich das Video etwas kürzen werde. Ich werde die Farm auf jeden Fall wieder aufbauen. Nur wahrscheinlich ein bisschen anders. Die haben eine Ruhe, das nicht ist, aber das ist so nicht geschwärtet drin. Ganz. Na dann. So, hier oder hier. Wo sie ihn noch verkraftet haben. Wie gesagt, ich gebe mir sowas auch nicht gut. Das ist ja das Spiel. Kann jetzt keiner ändern. Das heißt immer mehr Rache. Weil ich kann die nicht alleine durchführen. Ich brauche Endo oder so dafür. Also das war hier. Ich hätte Waits durchziehen können und die Leute da besser ihre Sachen wiederholen können. So geht das schließlich nicht weiter. Also ich will so eine kurze Frage oder so. Wenn wir uns bei den Leuten rächen, die das waren, können wir gleich mal nachgucken, wer das war. Definitiv hoffentlich schneller wachsen. Das hatte ich vergessen abzubauen. Das war ein Vorbau von der TNT-Kanone. Und deshalb haben sie sie, glaube ich, auch gesprengt. So wollte ich die TNT-Kanone eigentlich bauen. Auch zerkloppt. Frag mich warum. Ja. Ich meine, wenn es darum geht, Sachen zu holen, okay. Aber wenn es einfach nur darum geht, blind alles zu zerstören und andere aufgebaut haben, bin ich nicht kacke. Aber vielleicht ist das Spiel auch einfach nur blinde Zerstörung gut. Wenn einer so wie ich alleine spielt, der hat dann big Probleme. Aber gut.
Da sieht man mal, wie weit es geht. Jetzt haben wir soweit fast alles zugebaut. Dafür haben wir jetzt 10 Minuten gebraucht. So, zwei. So, hier, ach, hier hinten ist ja auch noch. Die Base kann ich ja wieder nur mit Obsidian zu bauen. Da muss ich dann mal sehen, dass ich auch so schnell wieder Obsidian so klar mache. Da helfen mir bloß einen Weg zu machen. Jo, zugebaut. Waiting ist geil, denken die sich alle. Gut, ich will ja nicht rumheulen. Hab mir das dieses Spiel jetzt wirklich auch eingelassen. Ich glaube, die können ja erst mal kurz gewesen sein. Ja, sonst wären ja eigentlich die Viere, die da gerade rumgekommen sind. Perfekt. Die sind genau da, ne? Naja, damit ist Geld zu machen. Also, klärten wir also. Vielleicht kennen wir die ja nun schon. Schauen wir mal. Jetzt haben wir hier ein Logbuch. So, alle 2 Tage. Ah, da war jeden Tag. Letzten Uhr jetzt 24. 26. Nochmal 26. Da waren gleich 2 da. 27. 28. 30. und der 1. Da wird jetzt hier glatt mal eine Reparaturfolge. Ja, hier ist klar, was ich da machen muss. Richtig. Sollte, ja. Wo dicht es bleibt, wo dicht. Hier sag mal, wurde alles schon mal gewählt. Ich will doch einen Weg hier suchen. So. So, zur nächsten Kiste und dann gehen wir mal kurz in die Farmwelt. Wir nehmen den Lappen mit. Wir nehmen bitte Essen mit. Essen mit. Und wir packen da wieder ein Holz drauf. Da sind wir nicht Versand gefunden. Aber Sand ist das, was mir. Wir nehmen übrigens keine Waffen mit. Ich habe keinen Bock zu kämpfen da drin. Erstmal. Wir gehen mal. Hoffen, überleben wir ein bisschen. So ein paar Sekunden wäre cool. Vielleicht kriegen wir noch ein bisschen Obsidian. Erstmal gibt es was zum Naschen. Eine Perle in die Hand genommen. Eigentlich heißt das Ding ja bei mir Fluchtperle. Und jetzt da irgendwann
Die braucht eine Weile, die Enderperle. So, und dann gehen wir mal hoffentlich ein paar Kisten looten. Und hoffentlich bringen wir das auch sicher nach Hause. Also eigentlich brauchen wir ganz viel aus. Keine Kiste da, oder? Hier unten hier ist da. Bringt uns 50 XP ganz. So. Das Loch, da wird wieder in die Hand. Dass ich die abgespeichert habe, die Koordinaten. Dann hat er ja was zu essen. Dann haben wir hier oben bei den Büchern eine Kiste. Und die ist auch noch da. Aber auch nur essen. Was wir brauchen können. Dann geht's hier hinten weiter, ne? Eisen. Kiste. Tut mir leid, aber von der will ich gar nicht stammen. Irgendwo gehen. Außer die da hinten. Das soll ich essen. Vielleicht doch wohl will ich auch nichts haben. Und schon sind wir im Kampf. Ich habe gar keine Waffen, lass mich in Ruhe. Kein Obsidian. Das ist nicht wahr, oder? Und hoch das Obsidian auf eine kurze. Und weiter jetzt. Da drin ist auch eine. Und so haben wir eigentlich schon viel noch, aber im Notfall kann ich es verkaufen. Also ich brauche Massen auf Obsidian. Und Obsidian wird teuer verkauft. So, was haben wir denn hier? Erstmal essen. Was haben wir hier? Experience. So, gehen wir mal hier hinten noch hin. Kiste. Das ist Stolen. Und das Größte. Und die Ecke. Der Holzkabel rückt. Und hier hinten noch eine Kiste. Wüste.
schon für eine Sportwahl gegangen. Okay, ist weggebacken, ist super. So, dann nehmen wir jetzt Stecken. Jetzt denke ich mal mit Glück. Fast die Finger, ein etwas längeres Video. Schauen wir mal. Das sind schon wenige Leute. Wir bleiben um 22 Uhr. Das ist ja auch mitten in der Woche, ne? Ja. Für die bin ich nicht hergekommen, sondern für Kisten. Es gibt leider keine Pickaxe am Start. Ich schaffe eine Crew-Experience. Ich können wir uns bald aufleveln. Überlege schon, was ich nehme, ich glaube kurz jetzt. Können wir später gucken, ob man sie dir findet. Also ich will auf jeden Fall in der Folge noch ein Level höher kommen. Das wäre auch cool, wenn man hier... Und da sind wir auch schon Level 14. Also, zwei nützliche Dinge heute getan. Nein. Jetzt hatte ich den... Ach, Mann.
Gut, wir haben Level 14 erreicht. Machen wir mal. Abwärts die größte Chance. Dann nehmen wir die größte Chance. Die haben wir jetzt auf 9. Wie hoch ist denn die Chance? Einmal 16%. Naja, es fehlen ja nur ein Haufen. Gut, gut oder nicht gut? Na schön, wenn hier PvP ausgeschaltet ist. Interessiert mich nicht. Ja, ja, so ist dein Leben. Neue Chance, neues Glück. Wer habe ich? Obsidian, hau ich ab. Ja, es geht jetzt. Hau ich einfach aus der Frage wieder. So. Wir hätten gleich mal gucken. So schnell zu weit. Weiß ich nicht mehr. Ist gerade ausgegangen, die Kiste. Bitte gib mir Obsidian. Ja, oder lass mich sterben. Hat doch gar nichts. Bewundern mir Befehl, sie sterben einmal kurz. Vorbei hat die. Gibt Leute mit ganz komischen Namen. So. Gehen wir nochmal auf die Wäsche. Ich zeig mit XP eingetreten. So. Dann gehen wir jetzt unten rüber. Euch die Folge hat euch gefallen, dann liked sie, teilt sie. Sagt es euren Freunden. Zeigt ihnen dieses Video. Ja. Ist mich jetzt auch killen. Nein, bin ich. Er will mich am Leben lassen. Bin hier voll wundervoll. Nein, doch nicht. Das Problem ist auch, dass ich mir sich aus dem Kopf entziehen kann. Ich habe ja keine Sachen bei, weil ich habe keinen Bock, die zu verlieren. Wie ihr seht, die sind ja alle hyperaggressiv. Meine Sachen, die klauen, sind einfach alles scheiße. Ein Bad Rest und dann. Kein Wunder, beim Wade wird alles geklaut. Wer nicht klaut, der packt es einfach auf den Boden, macht Feuer drüber. Der gilt das. So, wenn ich jetzt in der nächsten Kiste kein Obsidian finde, ist die Sendung vorbei. Oder beim nächsten Tod. Was geht schneller? Die nächste Kiste oder der Tod? Ratet mit, schreibt es in die Kommentare. Also 50% ist es meistens der nächste Tod. So, das ist zum Beispiel auch schon wieder in Aromerand. Auch nicht mehr. So, es sieht mir so aus, als würde ich in die nächste Kiste kriegen.
Hoch da, hoch da, hoch da. Und? Also Kartoffel, aber kein Obsidian. Gut, können wir die nächste Kiste probieren? Die war hier irgendwo. Genau, hau ab. Das ist besser für mich. So, und? Geht dann nur essen. Und dann Post? Ach ne, da war noch rot drüber. Das ist nochmal crazy. Wie bringt ihr das Stücke? Egal. So, Kiste. Wir sterben. So, für das Leute. Genau. So Leute, da war der nächste Tod. Ich bin raus, Leute. Ciao, viel Spaß. Bis zum nächsten Video. Auf Factions Nummer 3. Oh ne, Factions Nummer 4. Okay? Ciao, ciao, Leute. Ich bin raus. Bye, bye.